Seid ihr herzlich willkommen. Ein aktuelles Liebesorakel. Bei diesem Orakel stellen wir die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Seinen Gedanken sehen wir in der Mitte. Wenn du eine Dame bist, dann denkt er, du bist ein bisschen hysterisch. Du schreist und machst so Zirkus und das absolut unnötig. Das passt ihm nicht, aber er reagiert nicht, beziehungsweise er zieht eher zurück und denkt, ja, lass nur so rumschreien, das ist mir doch egal. Seinen Gefühlen sehen wir hier links. Er liebt dich eigentlich und er möchte, dass Ruhe reinkehrt. Wenn du eine Dame bist, du hoffst, ja, hier kommt ein Neuanfang und hier die Kaffeetassen zeigen Gefühlen. Du schaust in seine Richtung, er schaut in deine Richtung, er sitzt auf dieser Kaffeetasse, er hat auch Gefühle für dich. Du hast Erwartungen, er hat Erwartungen. Die Frage ist, wer macht jetzt den ersten Schritt? Er ist im Rückzug für einen Moment, passt nicht dein Verhalten, aber er liebt dich und er gibt nach. Und vor allem, hier kommt ein Treffen. Und deine Haltung verändert sich, weil hier lachst du schon. Er wundert auch, oh, vorher hat noch so rumgeschrien und jetzt lacht sie schon, aber das ist schön angenehm. Und was wird er tun? Das sehen wir hier. Er hat Pläne, aber erstmal weiß er nicht, wie soll er das verwirklichen. Wenn du eine Dame bist, bist du ein bisschen stur, das ist seine Wahrnehmung. Also jemand muss handeln und er wird das tun. Und schauen wir an, was zeigen noch die Karten. Er kommt zum Leichtigkeit. Diese Karte bedeutet für mich auch Fröhlichkeit. Wahrscheinlich er lacht darüber. Und trotzdem geht er erstmal im Rückzug, verändert sich aber sein Verhalten, weil er sucht die Nähe, sucht die Kontakte und die Gespräche mit dir. Dieses Missverständnis geht zum Ende, die Einschränkungen gehen auch zum Ende, beruhigt sich das alles. Er braucht Sicherheit und Stabilität, verankert zu sein. Kann auch bedeuten, diese Karte, dass er beruflich auch einen Neuanfang plant. Er befindet sich erstmal in diesem Labyrinth, sucht einen Ausweg und er findet auch und er findet den Weg zu dir, kommt zum Eintreffen. Die Missverständnisse gehen zum Ende, diese Sense trennt das, auch die Stillstand, auch sein Rückzug, ihr schaut euch an, kommen plötzliche und unerwartete Ereignisse. Er ist auf dem Weg zu dir, schaut noch nach hinten, das bremst noch die Geschehen, er muss die Vergangenheit auch nochmal anschauen, aber immerhin ist er auf dem Weg zu dir. Er handelt und das mit Begeisterung und Mond zeigt die Gefühle, die Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte. Wenn du eine Dame bist, dann möchtest du etwas festhalten oder bist du stur. Das ist seine Wahrnehmung. Aber hier ist wichtig, etwas loslassen, zum Bewegung kommen, etwas verändern.
Und das ist hier die Hoffnung, das gelingt auch. Diese Karte bedeutet auch eine Reise. Hier ist auch die Bewegung, hier sind die Gedanken, die Pläne. Das bedeutet, er plant mit dir eine Reise. Sein Gegenwart. Dieser Kreuz bedeutet sein Glauben, auch ein Treffen, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich, oder bedeutet seinen Entscheidungen, weil er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird neu orientieren, wie soll das jetzt weitergehen. Und dein Gegenwart? Wenn du eine Dame bist, stehst du im Mittelpunkt und du lenkst die Geschehen und er möchte dich auch sehen. Und das war diese allgemeine Legung. Es besteht aber die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen der Bankgebühren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.